Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC Espresso, zum neuen Handelstag, zu der neuen Handelswoche. Das große Gap, das hat es nicht gegeben, weil es eine neue Verschiebung gibt in Sachen Brexit. Komme ich gleich dazu. Zunächst aber hier der Hinweis, dass wir uns in eine wichtige Woche begeben in den USA. Es ist hier High Noon, was die Quartalszahlen angeht. Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Intel, McDonald's, Boeing und Tesla. Und das sind nur die, die aus der ersten Reihe hier ihre Zahlen vorlegen werden. Das könnte die Wall Street dann doch in die eine oder andere Richtung bewegen. Die Erwartungen sind ja sehr tief. Fast 5% Rückgang beim Gewinnwachstum wird erwartet. Aber wenn es so läuft wie in der letzten Berichtssaison, da war ja auch ein Minus erwartet worden von 2,7%. Dann blieb es am Ende bei mageren Minus von 0,1%. Also im Vorfeld senken die Analysten ihre Erwartungen. Das ist so ein bisschen ein Spiel in den USA. Und dann haben die Unternehmen relativ einfach, hier die Erwartungen zu übertreffen. Das kann dann eben einige Tage und Wochen die Wall Street positiv beeinflussen. Wenn wir uns die charttechnische Situation hier anschauen, dann haben wir eine Bodenbildung im S&P 500 Index. Lassen Sie mich hier den Chart Ihnen zeigen. Die Bodenbildung hat sich bereits ereignet im August. Wir haben ein 1-2-3 Tief und das Ziel zunächst aus dem 1-2-3 Tief liegt bei 3042 Punkten potenziell, solange wir über 2940 Punkten bleiben. Und das Big Picture übergeordnet im Monatskerzenchart vom S&P 500 ist jenes, dass wir hier ein sogenanntes Broadening Wedge haben, also ein umgekehrtes Dreieck, das hier Trend folgend aufgelöst wird. Also das kann auch eine Trendumkehrformation werden, wenn wir es hier oben nicht so richtig nachhaltig schaffen, über 2941 Punkte anzusteigen. Sollte das glücken, dann wäre das Ziel für die nächsten Monate 3562 Punkte hier nach oben. Sollten wir allerdings hier scheitern und so bisher kommt er nicht so richtig drüber, sollten wir da scheitern, ja, dann müsste er aber auch unter 2319 Punkte gehen und dann müssten wir diese ganze Höhe von diesem Dreieck nach unten verlängern. So sieht es derzeit nicht aus, deswegen jetzt auch die Berichtssaison wird wichtig sein. Vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass eben die Gewinnrezession, also diese rückläufigen Gewinne, das muss enden. Sonst kann der Markt hier nicht nach oben ausbrechen, dann fehlt der fundamentale Unterbau. Wenn sich jeder über Rezession unterhält und die Wachstumsdaten schwächer werden, das Gewinnwachstum zurückgehen, die Gewinne sogar schrumpfen zum Vorjahr, dann ist das nicht das, was die Wall Street hier nachhaltig zum Ausbruch bewegen wird. Die amerikanische Notenbank, ja, wird sicherlich stützen, wahrscheinlich wird sie auch, sogar höchstwahrscheinlich erneut an der Zinsschraube drehen Ende dieses Monats. Aber auch da sind so ein bisschen Diskussionen, dass die Fed sich ein bisschen positionieren wird in Richtung, wir werden nicht seriell jetzt jeder Sitzung die Zinsen senken, sondern da werden wir erst ein bisschen abwarten. Da könnten also Signale kommen, dass die erstmal ein bisschen sich zurücklehnen, erstmal den Markt beobachten, was so die bisherigen Zinssenkungen überhaupt so gebracht haben. Das britische Pfund, das bildet hier einen Boden aus und damit fällt das Votum des Marktes seit nunmehr 2 Wochen positiv aus, wenn es um die weiteren Aussichten der britischen Wirtschaft geht. Am Wochenende haben wir es ja, da haben Sie sicherlich mitbekommen, gab es ja erneut eine Verschiebung der Abstimmung über den in Brüssel ausgehandelten Brexit-Deal. Jetzt brechen die letzten Tage vor der Frist an. Die Volatilität im britischen Pfund und auch im britischen Aktienmarkt wird sicherlich bleiben. Es sind also Märkte, die man auf jeden Fall auf der Beobachtungsliste haben sollte. Jetzt ist halt die Frage, wer setzt sich durch? Der französische Präsident drängt offenbar auf eine einhaltende Frist, womit dann ein harter Brexit ohne Vertrag wahrscheinlich würde, wenn bis dahin keine Lösung gefunden wird. Die Bundeskanzlerin und auch Herr Altmaier heute Morgen, Wirtschaftsminister, sagte bereits, ja, ein Aufschieben, ein paar Tage soll es dringend notwendig sein, dann wäre das auch in Ordnung. Also es ist gut möglich, dass uns der Brexit noch sehr viel länger beschäftigen wird als gedacht. Technisch die Situation im Pfund zum US-Dollar, wie gesagt, hier im Wochenkerzenchart ein 1-2-3 Tief. Wir sind schon im ersten Ziel 1,2968. Da kann es jetzt zu einem Test nochmal kommen, der 1,2583. Auf der anderen Seite sollten wir darüber schließen, hätten wir nach oben auch Platz 1,3206, möglicherweise 1,3592. Also hier eine Bodenbildung im britischen Pfund. Und last but not least hier auch der Blick auf den deutschen Aktienindex, auf den Germany 30, auf den CFD. Hier auf unser aller Lieblingsindex. Und wir haben hier im August ein 1-2-3 Tief ausgebildet, haben hier nacheinander hier die Ziele abgearbeitet, hier den Ausbruch, auch den Punkt 1 nochmal getestet und hier nach oben
da reinzoomen, die Situation ja jene, dass wir hier die 61.8er Extension 12.804 haben wir letzte Woche erreicht. Dort in 1, 2, 3 hoch ausgebildet, was ich hier mit dem blauen Fibonacci-Preiserweiterungstool hier gekennzeichnet habe. Und ja, da kann man sich jetzt auch ein bisschen orientieren für den heutigen Handelstag. Nach oben im Widerstand 12.698, nach unten Unterstützung 6,45 und 5,94. Und sollten wir das dann auch unterschreiten, dann hätten wir so diesen Pivotpunkt, diese Zwischentiefe von der letzten Woche auch unterschritten. Auch dieser Shootingstar, diese Kerze, kann auch bärisch aufgelöst werden. Ja, wenn wir hier quasi eine schwarze Kerze haben, dann haben wir hier erst einmal dieses Ziel bei 12.804 als Widerstand bestätigt. Wenn man das als Einkerzenwiderstandsmuster sieht, dann ist es jetzt eigentlich schon bestätigt. Und wir müssten eigentlich noch einmal in Richtung 12.441 nach unten laufen. Das wäre insbesondere dann der Fall, wenn wir hier nach oben die 783 hier noch als Widerstand bestätigen. Das wird in dem Verlauf der Woche wichtig werden. Und hier sieht man ja auch, das war ein ehemaliger Widerstand. Also eigentlich müsste noch einmal hier ein Test kommen, um abzuklappern, ist das denn eine Unterstützung? Garantiert ist es natürlich nicht. Wir hangeln uns gleich wieder ab 9 Uhr entlang an dem, was der Markt dann macht, an der Preis-Action. Wenn Sie mögen, dann lade ich Sie ein, einzuschalten. Zwischen 9 und 10 bin ich live. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Servus.